Capcom und die Freunde von Mario präsentieren zum 25-jährigen Jubiläum Street Fighter X Mega Man. Und herzlich willkommen zu diesem Projekt. Ich habe ein klein bisschen herumprobiert. Ich habe hoffentlich die entsprechende Lautstärke eingestellt. Der Grund, weswegen ich das erst jetzt mache, hat damit zu tun mit Passwort. Dies ist die Version 2 dieses kostenlosen Spieles. Und in der ersten Fassung konnte man leider keine Passwörter oder keine Speicherstände anlegen. Hier sind es jetzt Passwörter. Unter normalen Umständen habe ich meine bisherigen Mega Man-Projekte so gemacht, dass meine Zuschauer sich auswählen konnten, wen ich als nächstes mache. Hier werde ich das auch so tun, aber ich fange mit Ryu an. Der Grund, weswegen ich mit Ryu anfange, ist, ich hatte in der ersten Fassung des Spiels Ryu schon einmal als Stage ausgewählt und durchgespielt. Einfach, ja, weil ich gedacht habe, ja, ich fange mit Ryu an. Moment, das ist der, okay, das ist ein bisschen ungewohnt. Okay, da muss ich, sliden. Ich kann aufladen, ich musste gerade nur gucken, wo in meinem Gamepad hier gerade das Zeug da ist. So, einmal habe ich diese Stage quasi durchgehabt. Und, Moment, ups. Worauf ich auf jeden Fall achten muss, ist, oh Gott. Es geht schon wieder los hier. Worauf ich auf jeden Fall achten muss, ist, dass ich vergessen habe, was ich gerade sagen wollte. Worauf ich tatsächlich achten muss. Ich weiß es nicht, ob es die Engine ist von einem der Mega Man-Teile, Mega Man 4 oder sowas, oder ob es komplett from the scratch sozusagen von der entsprechenden Gruppe programmiert wurde. Weiß ich nicht. Ansonsten fragt sich vielleicht auch jemand, der meine alten Mega Man-Dinger kennt. Final Master Lights, müsste einen Buster Only Run draus machen. Oh Gott, shit, die Kackvögel. Ja, da passt das shit. Verdammt, warum springe ich gegen die Viecher? Hat keinen Sinn. So, mal gucken, ob ich. Geh weiter. Genau, an den Abgrund. An den. Na gut, dann halt nicht. Dann kämpfen wir uns hier eben durch und skillen uns hier nicht weiter ran vorbei. Meh, okay, sonst würde man nämlich hier oben. Ah, tak, tak, wirken. Aua. Oh Gott. Ich mag den Kerl nicht. So, der versperrt mir hier die Sicht auf dieser unmittelbar schöne Form, schöne Wand. Und ich weiß doch, hier kommt das Zeug von unten hoch. Wenn wir trotzdem davon erwischen lassen. Moment. Na, guck. Aha, was ich gut finde, ist, der Buster hat ihn aufgeladen und scheint irgendwie Schilde zu durchdringen. Keine Ahnung, ob das. Wie hat mich das Ding getroffen? Egal. So, den hauen wir jetzt um. Da kommt jetzt noch mehr. Mein Gott, diese Dinger. Abgründe, genau. Die sehen irgendwie ein bisschen. Nicht so weit. Wer ansonsten meint, ich wäre heute gerade ein bisschen etwas konfus, liegt daran, wenn meine Aufmerksamkeit und dass meine Konzentration gerade unglaublich, verdammt, unglaublich leiden musste. Ich habe gerade den Xenoblade wohl die größte Herausforderung, die habe ich gewollt, die ich jemals in diesem Spiel, seit ich das LP angefangen habe, durchgenudelt habe. Oh Gott, meine Sanity musste leiden. Nein, ich spiele nicht. Wie heißt denn das Spiel noch mit Sanity? Dieses, was von allen geliebt wird. Von alle sagen, ich will einen Nachfolger haben. Eternal Darkness, genau. Blue Screen of. Ja, wie soll ich sagen? Oh mein Gott, rutscht mein Herz in die Hose. Wobei ich Eternal Darkness selber nur vom Zugucken ein bisschen kenne. Der gute Stefan, einer meiner bester Kumpel von damals, der hat sich das gekauft für den Gamecube, hat's gespielt. Und ich fand's ganz interessant. Gerade hier dieser arabische Prinz. Arabische Nächte, wie die Tage vorher, sind wie der Wald viel heißer und heiß und das immer mehr. Und im Hintergrund denkt mir, fly me to the moon and let me kill among the birds. All the birds are humming. Meister Yoda, I am coming. So, stirb mal bitte. Aha, so. Hier bin ich jetzt gerade ausgewichen. Jetzt wirst du skippen. Oh mein Gott, das Kills. Ich habe keine Ahnung, welche Waffe gegen wen gut ist. Obwohl es so viele LPs quasi direkt zum Start gab. Zumindest aus meinem Bekanntenkreis. Oh mein Gott, das ist keine gute Startfolge. Ryu ist da. So, was ich sagen kann, ist, dass er sehr oft unverwundbar ist. Und. Oh Gott. Und es ist genauso wie ein Street Fighter. Er macht nur seine Scheiße hier. So. Und das rote, die rote Leiste von ihm ist sozusagen seine Ultimate-Leiste. Oh Gott, ich hab kein. Oh shit, er kann sein Ultimate. Da ist er! Der Ultimate! Der Ultimate! Und ich kann.
beides, wollte ich sagen, überspringen. So. Es scheint mir manchmal ein klein bisschen random zu sein, was der da so treibt. Ich glaube nicht, dass es der passende Gegner ist, um damit anzufangen, aber... Nun ja, was mir beim Testaufnehmen auch aufgefallen ist, keine Ahnung, ich bin mit Traps ab, ich weiß nicht, ob das generell der Fall ist. Ah, stirb, 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 stirb. Aha, du kannst... Verdammt, der Boot ist so schnell. Oh, ich hasse es, wenn der direkt vor mir aufhört mit seinem... Working! Käsefuß working! E-Mail working! Hör auf! Boah. Naja! Oh, Headshot! Hör auf, von mir aufzuhören! Genau, so. Oh Gott! Oh Gott, er kann sein Ultimate Buster Vernichtikus. Da ist er! Der Ultimate Buster Vernichtikus! Okay. Einfach drüber! Das ist jetzt doch wohl ein Scherz! Das ist aber wohl ein voller Scherz hier! Super! Was soll ich denn da bitte noch tun? In seinem Käsefußangriff weiche ich aus, dann kommt der dicke Ding, und dann weiche ich den dicken Ding aus in der einzigen Richtung, wo ich den dicken Ding ausweichen kann. Und was passiert? Da kommt der so ein Hochgeschwindigkeitsschuss nach. So, Zeit fürs Kill! Zeit! 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 Ja genau, du kannst nicht mehr! So, jetzt geht's dir an den Kragen! Denn ich habe es heute am Magen! Das sollte vielleicht den Headshot nicht. Keine Ahnung. Und er kann sein Ultimate Super Mega Man unzerstörbar. Völlig. Haha. Verdammt. Da soll doch mal einer reagieren hier. Warum ist der unverwundbar? Warum kann ich. Mach was anderes mit. So. Verdammt. Er ist mächtig. Nein. Ja, hahaha! Rio, du Penner! Du blöder Potsau! Du bist tot! Oh. Okay, merke. Möglichst weit auf Distanz gehen, um seinen Super-Turbo-Schüssen auszuweichen. Wenn er seine Super-Aufladung machen kann, nah an ihn ran, damit ich unmittelbar direkt hinter den riesigen Feuerball springen kann, um vielleicht nicht direkt davon getroffen zu werden, sondern von etwas anderem, was er tut. Und wer ist das da? Ist das, Agent Smith? Mit Hörnern? Einen tuffigen Tuff-Tuff-Tuff-Anzug? Wie kann das sein? Ken? Auch egal. Hadouken! Das kann ich Hadouken sagen. Jetzt soll ich mir das Passwort abschreiben, wenn ich was zu schreiben hätte. Bin gleich wieder da. So, ich habe das falsche Joypad gerade in der Hand, merke ich. Weiter geht's. Jetzt dürft ihr euch aussuchen, ob wir kämpfen gegen Rolento, gegen Dalsim, Fire, Yoga Flame, gegen Urien. Keine Ahnung, wer das ist. Irgendwie ein Cyborg mit weißen Schrauben auf dem Kopf. Ich weiß es nicht. Gegen Freundin von Mario. Gegen Chun-Li. Gegen etwas ganz, ganz Komisches, was aussieht wie ein weiblicher Dalsim. Wobei, warum hat der ein Ausrufezeichen auf dem Kopf? War der zwischendurch irgendwie Questgeber in World of Warcraft oder was? Sea Viper oder Rose? Bis zum nächsten Mal. Mein Gott, ist das eine schlechte Folge.